Hallo ihr Lieben, ich habe heute die Explosionsbox gebastelt aus einem DIN A4 Bogen Farbkarton und wer wissen möchte, wie ich das gemacht habe, der bleibt einfach dran. Bis gleich! Da bin ich wieder! Ja, ihr Lieben, also wir benötigen einen Farbkarton in der Größe A4. Ich habe den jetzt von Stampin' Up in der Farbe Ziegelrot oder Chili. Moment. Chili. Ziegelrot ist nämlich heller. Schneiden brauchen wir jetzt hier nicht, nur falzen. Und zwar rundherum bei 7 cm. Sieht jetzt so aus. Jetzt schneiden wir hier ein und hier und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Ich mache es jetzt mit dem Schneidbrett. Leg dann hier oben den Knupsel wieder auf 7 an. Ich muss mich aber hinstellen, weil sonst sehe ich es nicht richtig. So. Dann sieht das so aus. Und das mache ich jetzt hier drüben auch. So. So sieht das jetzt aus. Das kann erstmal kurz zur Seite. Und jetzt nehme ich mir Lineal und Bleistift. Und wir wollen ja, ich möchte hier so ein Dreieck schneiden. So, also lege ich das jetzt an. Ja, wenn das hier natürlich noch schön gefalzt wäre, wäre es übersichtlicher. Also mache ich mal. Also heute wird es gar nicht hell, finde ich. Richtig schlimm. Ganzen Tags Licht an. Na? Ja. So. Und dann hier drüben genauso. Und hier ebenfalls. Noch mal schnell falzen. So, das wird jetzt weggeschnitten. Mache ich jetzt auch mit dem Schneidbrett. Was ist denn jetzt passiert? Naja, es wird ja verklebt.
So. Also sieht das Ganze jetzt so aus. Jetzt falte ich es nochmal schön nach. So, und das ist jetzt schon unsere Box. Und hier, das muss ich mal noch ein bisschen wegschneiden. Das ist noch von der Falz. Das sieht etwas besser aus. Wenn man es mit der Schere macht, das schneide ich noch mal gerade ein bisschen nach. Und hier unten. Ja, so. Okay, dann können wir jetzt mit dem Deckel erstmal weitermachen. Und zwar benötigen wir da, wo ist denn mein schlaues Büchlein? Ah ja, genau. 19,8 mal 11,1. 19,8 cm mal 11,1. So. Und der Deckel wird gefalzt ringsrum bei 2 cm. So. Und schneiden wir schon mal die Klebelaschen rein, die wir benötigen. Ich schneide es immer links von der Falz. So. Und am besten wäre es, wenn wir dann auch schon gleich hier die Seiten bekleben. So, entschieden habe ich mich für das Papercraft Set. Und zwar, oje, ich habe das, die Verpackung habe ich ja schon weggemacht. Das war das mit dem grünen Halbkreis drauf. So.
Ich finde das ganz schön. Und dieses. Und was haben wir hier noch? Ja, schon echt schön, ne? Finde ich. Mal gucken. Gefallen mir wirklich gut. Ah, okay, wir gucken mal. So, okay. Weiter geht's im Text. Jetzt brauchen wir praktisch hierfür 2 mal 15,7 mal 1,9. Dazu würde ich jetzt das mal nehmen. Ja, 15,7 mal ja, 1,9 und das zweimal, wie gesagt. Und hierfür benötigen wir auch natürlich 1,9 mal 7 sind das, glaube ich. Wenn wir mal nachrechnen, nachmessen. Ja, 6,9. 6,9 mal 1,9. Jetzt ein wenig Fitzelarbeit. Aber es geht. Okay. So. Also das schon mal aufkleben. Ist halt schöner, wenn wir es jetzt machen. Als wenn die Box schon, also der Deckel schon fertig ist, fertig zusammengesetzt. So, und jetzt bauen wir einen Deckel zusammen. Ich falze die Klebelasche nochmal nach. Schön darauf achten, dass die Kanten wieder genau aufeinander liegen. Und dann
klipse ich mir das jetzt noch mal fest. Da genauso. Und hier das gleiche nochmal. Dann kann der nämlich jetzt in Ruhe trocknen und dann können wir weitermachen mit dem DSP. So, das möchte ich jetzt da in die Mitte und da benötigen wir die Größe 15,5 x 6,7. Ich messe aber trotzdem noch mal nach. Doppelt gemoppelt hält besser. Ja, 15,5 x 6,7. Genau. Das möchte ich jetzt hier rein haben. Und außen möchte ich das hier. Machen wir nämlich jetzt erstmal außen das. 15,5 x 6,7. Auf. Seid ihr im Bild? Ja, ne? So, das passt gut. Ja, ich habe mich schon gefragt, wann was passiert. Ah, so, okay.
Jetzt überlege ich, ob ich außen auch noch mal die Punkte oder ob war das. Aber ich denke, die Punkte kommen auch. Schwierig. Schwierig. Ich denke, die Punkte mache ich auch noch außen. Und jetzt überlege ich das vielleicht so und so. Dann müsste man nochmal was für die Mitte finden. Was noch? Ah ja, das vielleicht. Das sieht ja vielleicht ganz nett aus. Oder einfach das. Ja, jetzt ist echt ein bisschen schwierig, ne? Was könnte eventuell... Ja, okay, ich nehme das. Nee, das gefällt mir nicht. Das auch nicht. Schwierig. Und noch mal eins ist blöd. Das machen wir nicht. Komische Schrift will ich da nicht haben. Das auch noch. Okay. Und 15,8. Jetzt passt es.
So, jetzt kann man sich überlegen, ob man hier noch DSP drauf klebt, bevor man das macht. Oder man lässt es und klebt nur hier. Und ich denke, das werde ich jetzt so machen, dass ich das, genau, das mache ich jetzt auch so. Also erstmal das Festkleben hier unten. Dazu nehme ich jetzt mal wieder Sticky Tape. Ihr seid ja noch im Bild, ne? Ja. Aber jetzt stört mich die Gottchen nach. Ich habe da meinen Kaffee umgedotzt. Das geht ja gar nicht. Kaffee kann man nicht verschütten. So. Ich nehme das Sticky Tape, wie gesagt. Nicht, ne? Mein Lineal. Erstmal gucken, ob das überhaupt passt. Ach, das ist doch schon wieder sehr lustig mit mir. Da kommt's hin. Schon mal festkleben. Ja, ich sag ja, es ist schon wieder chaotisch, mein Video heute. Irgendwie, es ist ja auch Montag und montags ist irgendwie sowieso nie mein Tag. Ja. Da ist man noch im Wochenendmodus, finde ich. Also mir geht das jedenfalls so. So. Da haben wir nämlich da eine Tasche. Und das mache ich jetzt am besten hier hinten auch schon gleich. Dann ist das nämlich auch erledigt. Vor allem bin ich mal gespannt, ob das Video jetzt besser ist, weil das hat ja beim letzten Mal schon wieder gehangen und war ganz trübwohl. Und da bin ich wirklich mega gespannt. Also entweder liegt es wirklich an meinem Handy oder aber ich hatte mir so eine App runtergeladen, die heißt Open Camera. Die ist, keine Ahnung, die soll eigentlich gut sein.
Aber ich habe damit dieses Video gedreht am Samstag und hatte schon mal eins gemacht mit der App. Und das war nämlich auch nicht gut. Deswegen kann es wirklich sein, dass das doch hoffentlich nur an der App liegt. So. Habe ich denn noch mal einen Rest? Nein. Also so sieht es jetzt schon mal aus. Ich laber heute irgendwie nur dummen Mist, ne? Und das ist jetzt 6,7 mal 6,7 brauchen wir hier. Und das mache ich jetzt nämlich auch erstmal. Da brauchen wir zweimal. Also zwei Quadrate. Passt. Aufkleben. So, und jetzt mal schauen, wie das jetzt da innen wird. Doch, Kleber bleibt stehen. Ecken. Ja. Und dann eine noch für hier drüben. Genau, so wird's gemacht. Also ich habe mir jetzt die Ecke genommen und hier angelegt. Oder hier, mal gucken, wo wir am wenigsten Platz jetzt haben. Und ja, einfach dann ausgeschnitten und dann wird es draufgeklebt. So, jetzt bin ich am Überlegen, machen wir da jetzt noch was hin oder nicht? Eigentlich finde ich, reicht das schon.
Na, wir können ja noch mal nachdenken. Jetzt ist in der Zwischenzeit der Deckel soweit. Ja, und gucken wir mal, was wir da jetzt nehmen, weil das passt ja da. Doch, super. Ja, also, oben der Deckel wird auch mit dem DSP gemacht. Und da habe ich jetzt 7 cm mal 15,7. Sehr schön, das gefällt mir. So. So. Das kann ein Stück hier rüber. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Deckel passt. Bei der letzten, die ich gemacht habe, hat er nämlich nicht gepasst. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe nichts anders gemacht als jetzt. Okay. Gut, am Anfang geht das ja immer ein bisschen frummeliger. Ha, es passt. Ah, jetzt bin ich aber echt beruhigt. Also so würde jetzt die Box aussehen. Ja, jetzt muss sie noch dekoriert werden, aber ich würde echt sagen, ich mache das alleine, weil das Video, wie viele Minuten haben wir denn jetzt? Wir haben schon wieder 38 Minuten. Ich würde sagen, ich mache das jetzt alleine und zeige es euch dann. Also, bis gleich. So, also ich habe jetzt in der Zwischenzeit dekoriert. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum es so lange gedauert hat, weil so viel habe ich nicht gemacht. Ihr wisst ja, ne, wer mich jetzt schon kennt, der weiß, dass ich es gar nicht so überladen mag. Ja, also wir haben jetzt hier schon mal die Box und ich finde das, also mir gefällt sie echt gut, muss ich sagen. Und da habe ich jetzt einfach nur nochmal ein Schleifenband. Moment, ich zeige euch das gerade nochmal. Das habe ich mir nämlich heute noch in Action mitgenommen. Ich war nämlich da, weil ich noch was besorgen wollte. Und da habe ich das entdeckt. Und das finde ich ja total schön. Also es ist richtig, richtig toll. Genau, und da habe ich jetzt einfach noch mal das da drauf geklebt. Und die Schleifen habe ich euch ja von meinem letzten Haul gezeigt. Und wie gesagt, das Papercraft Set. Ja, und wenn wir die dann jetzt aufmachen, ups, dann sieht es jetzt so aus. Also ich habe da auch nicht viel jetzt noch gemacht. Ich habe hier noch einen Tag reingemacht und ein Holzembellishment draufgeklebt. Die sind ja auch vom Action. Und hier habe ich von den Aufklebern den Wichtel, weil das fand ich ganz süß. Und noch ein Kissen, ein bisschen Bling Bling. Und von Stampin' Up, von dem Stempelset Landleben. Genau, von dem Stempelset Landleben habe ich ein kleines Dankeschön einfach für alles einfach noch hier drauf gestempelt. Ja, und da kann man jetzt halt gucken, was man eben da verschenkt. Ja. Hier kann man ja Geld reinmachen oder hier noch irgendwie ein Moscherie oder was dann da drauf. Genau.
Ja, also ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, auch wenn es natürlich wie immer chaotisch war. Und ich hoffe, die Anleitung hat euch auch gefallen. Es ist ja wirklich gar nicht schwer zu machen, diese Box, die Explosionsbox. Die war ja gewünscht, genau. Und ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Box findet, ob euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und neue Abonnenten sind mir natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das wird auch nicht allzu lange auf sich warten. Und auf sich warten lassen, meinte ich. Genau, das wird entweder sogar heute noch oder morgen. Richtig. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Abend, eine schöne Zeit und vor allem eine kreative Zeit. Tschüss, meine Lieben.